Willkommen zu Haus und zu Warframe. Wir werfen heute nochmal einen etwas genaueren Blick auf die 100 Tage Einlog Belohnungswaffe, die Azima. Und zwar habe ich zum Beispiel in dem vorherigen Video vergessen, mal den alternativen Feuermodus der Waffe auszuprobieren, denn den hat die auch. Den schauen wir uns nachher mal an. Genauso wie wir uns mal verschiedene Moddungen ansehen werden. So, wir beginnen mal mit der Moddung, die ich persönlich verwende. Wir haben hier einmal die drei obligatorischen Must-Have-Mods, Hornissenstich, Laufstreuung, tödlicher Schwall. Die sollte man ja sowieso immer in der Sekundärwaffe da drin haben. Dann habe ich hier einmal den Munitionswandler. Einfach, weil ich die Waffe sehr gerne, sehr häufig in die Mission einsetze und sonst sehr schnell out of ammo wäre. Dann hier Verstümmeln für mehr Schnittschaden, ist natürlich beliebig austauschbar gegen eine Elementarmod. Dann haben wir hier Pistolenpestilenz, also einmal Giftschaden und einmal Elektroschaden, um auf unsere 50% Statuschance zu kommen und Korrosionsschaden zu haben. Und dann habe ich mich hier noch guter Letzt für Eissturm entschieden. Einfach wegen der plus 40% Magazingröße, denn ich finde 30 mehr im Magazin haben, das macht schon ein bisschen was für den DPS aus. So, wir versuchen mal hier unser Bestes, jetzt den korrumpierten Kanonier auf Level 100 wegzunatzen. Zieht sich natürlich ein bisschen, wie gesagt, Level 100. Das ist nicht ganz so einfach. So, da ist er weg. Kommen wir jetzt zu der Moddung, die mehr auf puren Schaden ausgelegt ist. Wieder, wie immer, hier diese drei Hornissenstich, Laufstreuung, tödlicher Schwall. Und dann habe ich hier einmal Verstümmeln für mehr Schnittschaden, Pistolenpestilenz, Schmoren, einfach um wieder die 50% Status zu bekommen, Zuckungen und Flammenladung, damit wir hohen Korrosions- und hohen Feuerschaden haben. 50% Statuschance sollte übrigens schon mindestens sein. Ich habe es auch mit weniger versucht, mit 38%. Und nein, das lohnt sich einfach nicht wirklich. Dann prockt einfach zu selten irgendwas. So, weg ist er. Kommen wir zum, ja, ich sag mal, CC der Waffe. Das ist jetzt hier eine Moddung, die habe ich extra für den alternativen Feuermodus mal gemacht. Auch hier wieder, wie immer, die vier üblichen. Ich stehe einfach auf diese Mods, ich mag die einfach. Dann haben wir hier wieder Eissturm für ein höheres Magazin. Wir haben dann noch Flammenladung, Erfrierung, Schmoren, um unsere 50% Status wieder zu bekommen und einfach nur einen hohen Explosionsschaden zu haben. Warum? Werdet ihr gleich sehen. Der Alternativfeuermodus der Waffe, Moment, ich blende mal eben hier den Gegner, damit er hier nicht nervt. Mittlere Maustaste und ihr verschießt euer komplettes Magazin auf den Boden, was sich dann in der Luft dreht und random in alle Richtungen schießt. Das Ganze funktioniert nur, wenn ihr mindestens noch 5 Kugeln im Magazin habt. Ups. Nachteil natürlich, man sieht es ja sehr random hier durch die Gegend. Sehr wenig Schaden, den der einzelne Gegner dann abbekommt. Deswegen der Explosionsprock. Einfach, um den Gegner im CC zu halten. Bei einer Gegnermasse natürlich ganz schön, dass sie dann alle so ein bisschen umfallen. Bei einem einzelnen Gegner, wie ich finde, eher unnütz. Da wir dadurch einfach nur Munition und Schaden verschenken. Schauen wir uns das Ganze mal gegen mehrere Gegner an. Hier so ein paar korrumpierte Schlechter. Ja, da sind jetzt welche umgefallen. Schön, schön. Nachteil ist übrigens auch, wenn ihr mit dem Magazin, mit dem Alternativfeuer einen Gegner direkt trifft. Naja, wenn das jetzt mal klappen würde hier. Oh, doch nicht. Doch, da ist explodiert. Ja, also man sieht, dass man hat dann so einen kleinen bis winzigen CC. Wenn es denn funktioniert. Es ist leider sehr random. Es ist sehr witzig. Es ist eine wirklich, wirklich interessante... wirklich sehr interessanter Feuermodus. Sehr witzig gemacht, aber meiner Meinung nach einfach nutzlos, weil einfach zu random. Wir können das Magazin zwar auf der irgendwo hinschießen, aber dadurch, dass es zum Beispiel einmal so hüpft, landet es nicht unbedingt da, wo wir es haben wollen. Und wir sehen ja hier, es verteilt die Kugeln wirklich sehr, sehr random. Nicht so schön. Alles in allem würde ich sagen, ist eine wirklich, wirklich witzige Waffe. Mir macht sie persönlich wirklich richtig Spaß. Allerdings müsste dieser alternative Feuermodus einfach
mal überarbeitet werden, damit er vielleicht wenigstens ein bisschen irgendwas bringt, sei es zum Beispiel die Statuschance, dass die dann erhöht wäre, dass man wirklich vernünftigen CC damit machen könnte oder dass es nicht ganz so random die Kugeln verteilt. Keine Ahnung. Ganz witzig, aber meiner Meinung nach reine Munitionsverschwendung. Denn mit dem, was da alles rauskommt, könnte man schon locker den einen oder anderen Gegner selber legen. So, das war's dann auch. Ich danke wie immer für eure Unterstützung und fürs Zuschauen. Der haust raus und tschüss.